Algerien ist für mich mehr als nur mein Land. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Dieses Volk ist unser Volk. Wir mögen es sehr. Wir waren fest dazu entschlossen, das, was wir lieben, nicht zu verlassen. Wir bleiben, egal was uns passiert. Wir haben unser Leben bereits hingegeben. Es kann uns nicht mehr genommen werden. Wir haben es Gott bereits gegeben. Also haben wir gesagt, nein, wir bleiben treu. Wir hätten nie gedacht, dass es auch die Mönche und Nonnen treffen würde. Wir haben uns nicht als Ausländer gefühlt, denn wir waren mit der einfachen Bevölkerung verbunden, um das Leben zu teilen, die Arbeit zu teilen. Algerien ist gleichzeitig das größte Land Afrikas, der arabischen Welt und des Mittelmeerraums. Es hat schon immer Mystiker, Schriftsteller und Entdecker fasziniert. Im 5. Jahrhundert war es die Heimat von Augustinus, seit dem 8. Jahrhundert ist es muslimisch und 1830 wurde es von Frankreich kolonialisiert. Die, die sich dazu entschlossen haben, dort zu leben, haben dieses Land leidenschaftlich geliebt, wie der Eremit Charles de Foucault mitten in der Sahara. Mit der Unabhängigkeit im Jahr 1962 endet die französische Epoche Algeriens. Damit geht einher, dass 1 Million sogenannter Pieds Noirs, zu Deutsch Schwarzfüße, das Land verlassen. Sie sind Franzosen mit europäischem Ursprung, von denen viele katholisch sind. Das stellt einen Wendepunkt für die Kirche dar, die sich deshalb die Frage stellt, wie sie in diesem neuen Umfeld fortbestehen wird. Das postkoloniale Algerien hat tiefgreifende Veränderungen durchlaufen und das gilt auch für die Kirche. Beinahe alle Gläubigen haben das Land verlassen. Kardinal Duval hatte die Intuition, dass die Kirche natürlich in Algerien bleiben müsse, aber dass sie eine Kirche für die Algerier werden muss. Viele der Orden und Gemeinschaften, die in Algerien waren, haben ihre Arbeitsbereiche in der Bildung oder dem Gesundheitswesen verloren und mussten deshalb einen neuen Weg finden, in der algerischen Bevölkerung präsent zu sein. Es ist bemerkenswert, dass die Unabhängigkeit Algeriens und das Zweite Vatikanische Konzil zeitgleich stattgefunden haben. Die Dokumente, die die Kirche damals vorbereitet hat, dienen uns heute noch als Leitfaden für bedeutungsvolle interreligiöse Beziehungen. Ich denke, seit der Unabhängigkeit hat sich die Kirche in Algerien für diesen inneren Weg entschieden. Eine Kirche der Begegnung, eine Kirche der Freundschaft, eine Kirche, die im algerischen Volk gegenwärtig ist. Und ich denke, durch diese Einrichtung, das Universitätskulturzentrum und durch andere Einrichtungen der Kirche haben wir diese Art, Kirche zu sein, angenommen. Es ist diese besondere Art, sich in den Dienst der Bevölkerung zu stellen, den Dienst der Kinder, den Frauen, den Berufstätigen, den Studenten, im Dienst der Menschen von hier, die keine Christen sind, sondern ganz überwiegend Muslime sind. Während der 90er Jahre folgt in Algerien Gewalt auf Gewalt. Die Islamisten klopfen an die Türen der Macht, richten sich gegen die Armee und begehen viele Attentate, die sie gezielt gegen Zivilisten richten. Die sogenannte Groupe Islamique Armée, GIA, droht damit, alle Ausländer umzubringen, die das Land nicht bis Dezember 1993 verlassen.
Am 14. Dezember werden 12 kroatische und bosnische Techniker in Tamiskida getötet, nur wenige Kilometer vom Kloster von Tiberin entfernt. Am 8. Mai 1994 wurden die ersten zwei katholischen Ordensleute in der Bibliothek Ben Chenab im Herz der Altstadt umgebracht. Bruder Henri Vergès, ein Marist, und Schwester Hélène Saramont von den kleinen Schwestern der Himmelfahrt. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe das nicht erwartet, denn sie war schon seit mehr als 20 Jahren in Algerien, sie war integriert, beherrschte die Sprache, sie kannte jeden. Wenn ich dorthin kam und Paul Hélène erwähnte, öffneten sich mir sofort alle Türen. Ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet, dass es zu so einem Mord kommen könnte. Nach diesem Attentat haben wir uns wirklich niedergeschlagen und kraftlos gefühlt. Doch der Anschlag geschah an einem Sonntag und das Evangelium an diesem Sonntag enthielt den Satz, es gibt keine größere Liebe, als sein Leben für die hinzugeben, die man liebt. Sie wurden am darauffolgenden Donnerstag beerdigt und die Liturgie an diesem Tag beinhaltete den gleichen Text aus dem Evangelium. Da haben wir uns gesagt, dann müssen wir wohl darauf hören. Was mich persönlich berührt hat, war die Atmosphäre bei der Beerdigung in der Basilika Notre-Dame d'Afrique. Wir waren alle im Frieden. Es gab keinen Hass in uns. Die Leute haben gesagt, wie ist das möglich? Wie könnt ihr im Frieden sein? Ja, wir waren im Frieden, weil ich glaube, dass wir das lebten, was wir zu leben hatten. Da zu sein, nah, weiterzuarbeiten, sich nicht von einer Art Psychose besiegen zu lassen, auch wenn wir uns Sorgen machten, aber wir waren vor allem besorgt um unsere Nachbarn. Alle Orden und Gemeinschaften stehen vor der Entscheidung, gehen oder bleiben. So nehmen sich auch die drei spanischen Augustinerinnen, Schwester Lourdes, Schwester Candida und Schwester Esther, Zeit für die Entscheidungsfindung und treffen sich am 6. und 7. Oktober 1994 für 2 Tage mit ihrer Generaloberin, der Provinzoberin und Bischof Tessier. Sollen sie das Land verlassen, in ein anderes Viertel umziehen? Wir haben uns im Haus der Diözese getroffen, um uns wirklich zu begegnen, vor allem uns selbst, Gott, dem Wort Gottes. Und wir haben uns gegenseitig gesagt, aus welchen Gründen wir das Land verlassen oder wir im Land bleiben wollen. Am Ende der 2 Tage haben wir mit großer Klarheit beschlossen, dass wir im Land bleiben wollen. Sie haben einstimmig erklärt, man kennt uns in unserem Viertel. Hier kann unser Zeichen der Treue verstanden werden. Wir bleiben da, wo wir sind. Es ist der 23. Oktober, der Weltmissionssonntag. Die Schwestern sind am späten Nachmittag auf dem Weg zur Messe im Viertel Bab el-Wed, wo sie auch wohnen. Sie hören auf die Empfehlung ihrer Botschaft, nicht gemeinsam zu gehen. Esther und Caridad gehen voraus, Lourdes und die Oberin Maria Jesus folgen ihnen mit etwa 100 Metern Abstand. Die beiden Ersten werden an der Kirchentür erschossen, der Schütze flieht. Die Gewalt hörte nicht auf. Nachdem die Augustinerinnen ermordet wurden, am selben Abend besuchte ich eine algerische Familie, wo der Familienvater ermordet worden war. Anders ausgedrückt betraf die Lage nicht nur uns, sondern alle Algerier waren in der gleichen Situation. Die Beamten, die Lehrer, alle Mitglieder der Verwaltung, die Friseure, Künstler, Journalisten. Jeder von uns hat also nur das erlebt, was auch die anderen Mitglieder der algerischen Gesellschaft erlebt haben. Standhaft bleiben, bis durch die Gnade Gottes die Extremisten von der Gewalt ablassen. Les extrémistes renoncent à cette violence.
das dunkle Jahrzehnt wird über 150.000 Opfer fordern, darunter 114 Imame, die ihr Leben verloren, weil sie es ablehnten, die Gewalt zu rechtfertigen. Zwischen 1994 und 1996 werden 19 katholische Schwestern und Brüder aus 8 verschiedenen Ordensgemeinschaften in Algerien umgebracht. Sie alle hatten sich dafür entschieden, auch in großer Anfechtung dort zu bleiben und so das Wort Christi umzusetzen: Es gibt keine größere Liebe, als sein Leben für die zu geben, die man liebt. Die katholische Kirche hat entschieden, sie selig zu sprechen, sie also zu Seligen zu ernennen. Durch eine Seligsprechung bietet die Kirche den Christen auf der ganzen Welt ein Vorbild an, ein Leben in der Nachfolge Christi. In diesem Fall ist es ein Leben, das vollkommen hingegeben wurde in einem Zeichen der tiefen Geschwisterlichkeit zwischen Christen und Muslime und ganz einfach zwischen Menschen. Es ist gut, dass diese Art zu leben in der heutigen Welt von der Kirche hervorgehoben wird. Es ist eine gemeinschaftliche Gnade, die uns gegeben wurde. Sie ist für die ganze Kirche. Die Märtyrer sind ein Zeichen an die ganze Kirche, dass unsere Berufung als Kirche der Sinn ihres Lebens war. Sie haben ihr Leben Gott gegeben und sie haben es diesem Volk gegeben. Die Identität unserer Kirche ist, sein Leben für Gott hinzugeben und für das algerische Volk, in dem die Kirche seit Augustinus eingepflanzt ist. Seit 150 Jahren teilen die weißen Väter den Alltag des algerischen Volkes. Sie sind als diskrete Zeugen des Evangeliums vor allem im Bildungswesen tätig. Die kleine Gemeinschaft der weißen Väter in Tizi Ouzou in Kabylien bleibt nicht von der Gewalt verschont. Am 27. Dezember 1994 werden Christian Chessel, Jean Chevillard, Charles Descaires und Alain Dieulongar im Hof ihres Hauses umgebracht. Mehr als 4000 Muslime kommen zu ihrer Beisetzung, um ihnen die letzte Ehre zu erweisen. Für mich ist es eine große Gnade, zu einer Pfarrgemeinde zu gehören, die das Martyrium von 4 Priestern erlebt hat, wenn man weiß, dass es Menschen gab, die ihr Leben aus Liebe zu Christus hingegeben haben, an dem Ort, an dem man selbst ist, dann belebt das, dann stärkt das ganz besonders das geistliche Leben. Man sagt sich, sie haben Gott bis zum Äußersten geliebt, warum nicht auch ich? In einer Gemeinschaft zu leben, in der sie auch gelebt haben und dass sie Menschen sind, die selig gesprochen werden, ist für mich eine sehr große Freude und ich glaube, dass dies gut die Liebe Gottes zeigt. Es zeigt gut, dass wir uns Gott zur Verfügung stellen sollen. Das waren Menschen, die im Alltag wirklich Jünger Jesu waren. Nach seinem Abbild, wenn es ein kleines Bild von Jesus gibt, dann durch diese Priester, ohne Aufhebens, ohne Heldentum, ohne alles. Sie lebten im Alltag mit dem, was sie hatten, und sie lebten sehr bescheiden. Was mir wichtig war und was Ihnen wichtig war, immer Gutes zu tun, immer den Armen zu helfen, den Leuten eine gewisse Entwicklung zu ermöglichen. Sie haben sich für die Leute eingeschränkt. Sie haben sich nie durch dies oder jenes beunruhigen lassen. Sie waren immer an der Seite der Schwächsten. Noch heute hat die Bevölkerung großes Vertrauen in die weißen Väter, die in Tizi Ouzou präsent sind, sei es durch Nachhilfestunden oder die Bibliothek, ein Projekt von Pater Christian, das er nicht mehr verwirklichen konnte. Sie ist spezialisiert auf 5 Bereiche: Medizin, Pharmazie, Biologie, Englisch
und die Berbersprache oder Tamazight, das in Kabylien gesprochen wird. Das ist wirklich etwas Besonderes für die jungen Studenten, die oft hoffnungslos sind und Algerien verlassen wollen. Und wenn sie hierher kommen, gibt es nicht nur die intellektuelle Arbeit, die sie hier erwartet. Wir begleiten sie in ihrem Sozialleben, manchmal auch im kulturellen Leben und hin und wieder sogar im geistlichen Leben, um ihnen zu helfen, zurechtzukommen in intellektueller und moralischer Hinsicht und auch, damit sie sich entfalten können. Alle Studenten können kommen und Bücher ausleihen, die sehr teuer sind, vor allem im Bereich Medizin, die man sich nicht leisten kann. Dass es so etwas gibt, ist sehr, sehr wichtig. Der nächste Anschlag traf zwei Nonnen, die zu den Schwestern unserer lieben Frau von den Aposteln gehörten. Sie wurden am 3. September ermordet, als sie aus der Messe kamen und zum Gemeindezentrum zurückgingen. Das Zentrum war ihnen anvertraut worden, um die Mädchen im Stadtviertel zu unterrichten. Sie wurden nur ein paar Meter von ihrem Haus ermordet. Ein Zeichen, wenn Sie so wollen, dafür, dass sie wirklich integriert waren im Stadtviertel, ist folgendes. Einige Wochen zuvor war der Sportverein des Stadtviertels gekommen, hatte sich unter das Fenster der Schwestern gestellt und skandiert: Die Schwestern gehören zu uns! Die Schwestern gehören zu uns! Sie waren dort seit 1965. 1995 wurden sie getötet. Elles ont été tuées en 95. Einige Wochen nach der Ermordung von Schwester Bibiane und Schwester Angèle-Marie, am 10. November wurden zwei weitere Nonnen an der Tür ihres Hauses Opfer eines Anschlags. Sie lebten in Apreval, einem Arbeiterviertel von Kouba, einer mittelgroßen Stadt in der Provinz Algier. Auf die beiden kleinen Schwestern vom Heiligsten Herzen, deren Gemeinschaft zur geistlichen Familie von Charles de Foucault gehört, wurde geschossen, als sie zur Messe gehen wollten. Schwester Odette stirbt, während Schwester Chantal von zwei Kugeln schwer verletzt wird. Schwester Chantal erinnert sich genau an den Moment, als sie dem Schützen in die Augen blickte. In diesem Moment, als dieser Junge und ich uns ansahen, sagte ich mir: Danke, mein Gott, ich kenne ihn nicht. Weil ich glaube, dass es mir sehr schwer gefallen wäre, wenn ich in ihm einen unserer Nachbarn erkannt hätte. Ich hätte mir gesagt, er hatte es wirklich auf mich persönlich abgesehen. So aber habe ich mir gesagt, ich kenne ihn nicht, er kennt mich auch nicht. Er hat auf eine Französin gezielt, eine Europäerin, eine Christin, aber nicht mich. So hatte ich letztlich immer das Gefühl, dass er sich mehr verletzt hat, als er mich verletzt hat. Und tatsächlich habe ich ziemlich häufig für ihn gebetet, weil ich nicht weiß, ob er sich geändert hat, weil ich am Ende ganz gut aus der Sache herausgekommen bin. Aber bei ihm ist das nicht sicher. Die Eucharistie hat einen zentralen Platz im Leben der 19 Seliggesprochenen. Fünf der Schwestern wurden getötet, als sie zur Messe oder von ihr zurückgingen. Schwester Odette Prévost versuchte, gemeinsam mit den beiden Schwestern der Gemeinschaft, in der sie lebte, zu erkennen, ob es Gottes Wille ist, dass sie in Algerien bleiben. Sie verankerte diese Entscheidungsfindung in der Eucharistie. Und sie sagte: Ich bin hier, weil Jesus Christus gesagt hat, tut dies zu meinem Gedächtnis. Also ist meine Präsenz in Algerien eine eucharistische Präsenz. Est une présence eucharistique.
Ich glaube, dass für uns Christen die Eucharistie das Zentrum unseres Lebens ist. Sie hat uns getragen und gestärkt und die Einheit unter uns aufrechterhalten. Es ist der Ort, wo wir den Leib Jesu empfangen haben. Es ist der Ort, wohin wir kamen, um das Leiden des gesamten Volkes zu teilen. Wir kamen wirklich, um das hinzugeben, was wir leben. Und ich denke, dass während des ganzen Tages wir von dieser Gnade durchdrungen und im Gebet waren. Wir waren alle bereit, unser Leben zu geben und mit Jesus Christus diese Hingabe und dieses Opfer für Gott, den Vater, zu teilen in der Gemeinschaft mit allen Christen und auch mit allen unseren muslimischen Brüdern, die litten. In Tiberin, im Herzen des Atlasgebirges, leben die Trappistenmönche in Harmonie mit den Bewohnern des Dorfes in der Nachbarschaft. Sie sind dort seit 1938 Gottsucher und Männer des Gebets, inmitten von Menschen, die an den einen Gott glauben. Christian de Chargé, der 1971 im Kloster ankam und ab 1984 Prior war, hat einen entscheidenden Impuls für die intellektuelle und spirituelle Beziehung mit den Muslimen gesetzt, als er mit anderen Ordensgeistlichen die Gruppe Ripa de Salam gründete, die Verbindung des Friedens. In kurzer Zeit haben sich ihnen Mitglieder einer Sufi-Bruderschaft angeschlossen, eine Strömung des Islam, die aus einer algerischen Stadt nahe Medea kommt. Die Treffen finden im Kloster von Tiberin statt. Zwei weitere Mönche, Christoph und Michel, schließen sich der Ribat-Gruppe an. Außerdem gehören dazu Bruder Henri Vergès, Schwester Odette Privot und Pater Christian Chessel. Ein Weg des Gebets und des völlig neuartigen Teilens öffnet sich Schritt für Schritt mit den Sufis. Sie haben schnell gesagt, wir werden miteinander sprechen, uns austauschen, aber wir werden es vermeiden, über Theologie zu sprechen, weil die Theologie, ich verwende Ihre Formulierung, spaltet. Aber wir werden über den Weg sprechen, auf dem wir zu Gott unterwegs sind. Ihr und wir. Da geht es also um Spiritualität. Und eine zweite Sache, um die Sie uns ziemlich schnell baten, war, lasst uns gemeinsam beten. Aber nicht wir auf unserer Seite und ihr auf eurer. Das soll ein gemeinsames Gebet sein. Aber ihr wisst, wir können nicht gemeinsam beten, wenn wir beide unsere eigenen Gebete beibehalten. Wir konnten nicht ihre Gebete mit ihnen beten, bis auf gewisse Dinge, weil da Theologie drin ist. Wir werden in Stille beten. Ich habe mir gesagt, das ist es, was wir brauchen. Das ist wirklich klösterlich. Ich glaube, dass die Zukunft unserer Kirche dieses Treffen von Spirituellen mit Spirituellen ist. Wir müssen eine spirituelle Kirche sein, die vom Wirken des Heiligen Geistes lebt, in einer wirklichen Innerlichkeit, in der Begegnung der Spirituellen. Übrigens ist der interreligiöse Dialog das, ein Dialog des Lebens, ein Dialog der Humanität, das, was unsere Seliggesprochenen gelebt haben, ein Dialog der Begegnung, der bis hin zu der spirituellen Begegnung geht, wo man in der Danksagung ist, im Staunen vor dem Geheimnis des Anderen. Am 25. März 1996 kamen die Mitglieder der Ribat-Gruppe wieder im Kloster von Tiberin für ein dreitägiges Treffen zusammen. In der Nacht vom 26. auf den 27. März wurden 7 Mönche, Christian, Christoph, Luc, Bruno, Michel, Paul und Célestin, entführt. Nur die Patres Amédée und Jean-Pierre blieben verschont. Der Tod der 7 wurde offiziell am 23. Mai bekannt gegeben.
Bischof Pierre Clavery, Dominikaner und Bischof von Oran, wurde 1938 in Algier geboren. Er war ein Mann des Gebets und des Studiums, außerdem aufmerksam für die Bedürfnisse der Bevölkerung mit einem großen Sinn für das politische und soziale Leben des Landes. In dieser gesamten Krise war derjenige, der am kraftvollsten und klarsten die Motivationen der Kirche benannt hat und der darüber hinaus am kraftvollsten und klarsten auf die Exzesse der Islamisten und auch auf die falschen Ausflüchte vieler Leute in der algerischen Gesellschaft angesichts dieser Gewalt hingewiesen hat, das war Pierre Clavery. Er war ein Bruder für uns, ein Vater, jemand, der den Weg weist. Er war nicht ein Christ für uns, er war vor allem ein Mensch. Er hat uns beigebracht, zusammenzuleben. Nicht die Christen haben einen Menschen verloren, es sind die Muslime. Die Muslime haben diesen Mann verloren. Am 1. August 1996 wird Pierre Clavery durch eine Bombenexplosion getötet, als er in sein Bistum zurückkehrt, zusammen mit Mohamed Bouchiri, einem jungen Algerier, der ihn gerade vom Flughafen abgeholt hatte. Am 8. Dezember 2018 finden die Seligsprechungen der 19 Mönche und Nonnen, die zwischen 1994 und 1996 getötet worden waren, in der Basilika Santa Cruz in Oran statt. Ich glaube, dass es uns ziemlich natürlich erschien, uns für Oran zu entscheiden. Er steht mit seinem Namen für die Sache. Bischof Pierre Clavery und seine 18 Gefährten, ebenfalls Märtyrer. Weil er hier ermordet wurde, an diesem Ort, vor diesem Bischofshaus, wurde sein Blut mit dem eines jungen Muslim vermischt, Mohamed Bouchiri. Und das Schöne an dieser Geschichte ist, dass Pierre Clavery einige Monate vor seinem Tod einem Mitbruder sagte, als er Mohamed vorbeigehen sah, siehst du, für einen einzigen Jungen wie Mohamed lohnt es sich, hier zu bleiben. Es hat sich herausgestellt, als beide tot waren, ihr Blut sich wenige Meter von hier vermischt hatte, da fand man in Mohammeds Sachen ein außergewöhnliches spirituelles Testament für einen Jungen von Anfang 20. Und plötzlich sagte uns dieses Testament, dass auch Mohammed für den Preis seines Lebens in der Nähe von Pierre Clavery geblieben war und nicht nur umgekehrt. In diesem Zeichen des vermischten Blutes ist eine Form von Gegenseitigkeit, die enorm viel vom Zeugnis dieser 19 erzählt. Für uns Christen ist es schön, uns sagen zu können, dass auch ein junger Muslim bereit ist, sein Leben für einen christlichen Bischof zu geben. Das waren keine Helden, das waren einfache Menschen. Und das ist diese alltägliche Heiligkeit, zu der wir jeden Tag berufen sind. Mir gefällt sehr die Formulierung des Heiligen Vaters, die Heiligkeit von nebenan. Das heißt, im Gesicht des anderen und im Leben des anderen dessen Heiligkeit zu sehen. Ich glaube, das ist das Leben unserer Kirche, unserer 19 Brüder und Schwestern. Sie vermochten bei ihrem Nachbarn, ihrer Nachbarin, denjenigen, mit denen sie in Beziehung oder in Begegnung waren, das Angesicht Gottes zu sehen, das Angesicht von Jesus und für ihr Leben dankbar zu sein. Sure.
t'appartient pas. Ne porte pas sur demain le souci d'aujourd'hui. Demain est à Dieu. Est une frêle passerelle. Si tu les charges des regrets d'hier, de l'inquiétude de demain, la passerelle cède et tu perds pied. Donne, vis le jour d'aujourd'hui.